Ja, wir sind schon ein kleines bisschen über die Zeit, deswegen wollen wir beginnen mit unserem Zukunftsforum. Ein Geldsegen von knapp 5 Millionen Euro geht auf deutsche Medien und Startups nieder. Geld für Forschung und Entwicklung in Sachen digitaler Journalismus. Das ist doch was. Das gab es noch nie. Vor gut 2 Wochen hat Google-Chef Sundar Pichai das Füllhorn des Konzerns ein wenig geöffnet. Rund 27 Millionen Euro, also knapp ein Fünftel des 150 Millionen Euro-Topfes, werden an 128 Projekte in 23 europäischen Ländern vergeben. Facebook bietet Medienhäusern die Möglichkeit, ihre Inhalte als Instant Articles in dem Online-Netzwerk mit seinen rund 1,6 Milliarden Nutzern zu veröffentlichen. Ab April soll jeder Inhalteanbieter diese Möglichkeit nutzen können. Die Plattform bietet technisches Know-how, 10-mal schnellere Ladezeiten und mehr Reichweite. Chancen auch auf ein jüngeres Publikum, mehr Einnahmen. Also rettet Silicon Valley den Journalismus. Meine Damen und Herren, seien Sie ganz herzlich willkommen zum diesjährigen LPR-Forum Medienzukunft hier im Westhafen Pier in Frankfurt. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich unsere Veranstaltung wieder besuchen. Wir wollen mit der 7. Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe die neuen Kooperationen zwischen den Internetriesen und den Traditionsunternehmen beleuchten. Wir wollen diskutieren, wie diese neuen Verbreitungswege den Journalismus verändern und welche Abhängigkeiten entstehen oder entstehen können. Wir wollen darüber reden, wie die Logik des einen Systems, der Internettechnologie, die Logik des anderen Systems, des Journalismus, beeinflusst. Wir wollen besprechen, wie die Logik des Netzes eine neue Ökonomie für Journalismus und Marketing schafft oder zumindest schaffen könnte. Wir knüpfen damit unmittelbar an das Thema des Vorjahres an. 2015 haben wir uns mit den Veränderungen im medialen Ökosystem befasst, mit den neuen Rollen des Publikums und der Journalisten. Mit neuen Organisationsformen und der Transformation etablierter Organisationen haben wir uns ebenfalls beschäftigt. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Momentaufnahme einer Entwicklung, die sich seitdem rasant beschleunigt hat. Die Konvergenz hat die nächste Stufe erreicht. Die Tech-Companies haben die Traditionsmedien entdeckt oder besser gesagt, deren Inhalte. Damit war uns schnell klar, wir müssen die Thematik auch in diesem Jahr vertiefen und ich kann Ihnen versprechen, die LPR wird sich diese Thematik auch weiterhin auf die Fahnen schreiben. Es ging schließlich Schlag auf Schlag. Ich will das im Einzelnen nicht näher erläutern, was da im vergangenen Jahr passiert. Das sehen Sie, oder es war zumindest so geplant, dass Sie das hier auf den Charts sehen. Ich will gerne einige Schwerpunkte rausgreifen. Den Anfang machte Snapchat, zunächst eher unbeobachtet. Dann kündigt Google seine Digital News Initiative an, ein 150 Millionen Euro Programm für Medienhäuser in Europa zur Weiterentwicklung des digitalen Journalismus. Und kurze Zeit später startet Facebook Instant Articles, ein Programm für Verlage, um schnelle und interaktive Artikel auf Facebook zu kreieren. Im Herbst 2015 schließlich steht mit Accelerated Mobile Pages das erste Produkt aus dem Google News Lab zur Verfügung. Ein Programmcode, der dafür sorgt, dass Webseiten schneller auf mobilen Geräten geladen werden können. Und in diesem Jahr? Facebook kündigt an, dass ab April jeder Inhalteanbieter Instant Articles nutzen kann. Und am 23. Februar gibt Google, wie eingangs erwähnt, bekannt, welche Projekte aus dem Innovation Fund unterstützt werden. Diese neuen Kooperationen, die den Traditionsunternehmen Hilfestellung in der technologischen Entwicklung bieten, die neue Codes und neue Tools liefern, haben vieles in Bewegung gebracht. Sie haben die Bereitschaft vergrößert, sich auf Experimente einzulassen, Chancen auszuloten, zu investieren, nach digitalen Strategien zu suchen. Das gilt besonders für Medienunternehmen, die Reise nach Digitalien schon angetreten haben, insbesondere für die, die über Programmierer, Informatiker, Digitalstrategen und Digitalstrategien verfügen, also für jene, die schon längst unterwegs sind in der Welt des digitalen Journalismus.
Was folgt aus diesen neuen Kooperationen zwischen den Internetfirmen aus dem Silicon Valley und den Traditionsmedien? Aus meiner Sicht ist dazu mindestens Folgendes in den Blick zu nehmen. Erstens, soziale Netzwerke und Suchmaschinen wie Facebook, Twitter und Google sind nicht mehr nur Plattformen oder, wie wir aus Mediensicht sagen, eher Intermediäre. Soziale Netze und Suchmaschinen werden Publisher und damit Inhalteanbieter. Das ist ein Paradigmenwechsel. Auch wenn Mark Zuckerberg versichert, dass Facebook eine Vertriebsplattform bliebe, das stimmt so sicher nicht mehr, dazu aber gleich mehr. Zweitens, der Journalismus wird mehr und mehr abhängig von den Unternehmen, die das Social Web dominieren. Die Eingliederung der Traditionsmedien in die Sphäre des Netzes führt zu neuen anderen Formen des Geschichtenerzählens und fordert Wissen darüber, welches Thema für welche Plattform wie aufbereitet werden muss. Die Eingliederung der Traditionsmedien in die Sphäre des Netzes führt auch dazu, dass hier Systemlogiken aufeinanderstoßen, die keineswegs deckungsgleich, sondern an entscheidender Stelle konträr sind. Man könnte es auf die Formel bringen, Häufigkeit versus Relevanz, wohl wissend, dass Einschaltquoten, Reichweite, Auflagenhöhe Teil des Mediensystems sind. Aber bei Google, Facebook und Co. zählt die von Algorithmen gesteuerte Berechnung von Häufigkeiten, im Journalismus dagegen zählt oder sollte zumindest zählen, Relevanz. Und kann man als Nutzer auffühlende Berichte über die Schicksale von Flüchtlingen liken? Das scheint mir nicht nur ein semantisches Problem zu sein, das sich nicht ganz so einfach mit neuen Symbolen oder Emoticons lösen lässt. Drittens, journalistische Produkte verlieren ihre Heimat. Sie werden nicht mehr im Kontext einer Zeitung, einer Zeitschrift, eines Magazins oder im Gesamtangebot eines Hörfunk- oder Fernsehveranstalters wahrgenommen. Sie werden vielmehr einzeln abgerufen und genutzt und damit eben auch einzeln vermarktet. Jedes einzelne Stück Journalismus muss es wert sein, dass man dafür bezahlt, sagt Mark Thompson, der frühere BBC-Chef und jetzige CEO der New York Times. Das klingt verheißungsvoll, es klingt nach Qualitätssteigerung, aber was heißt das für den Anspruch des Gesamtprodukts und die Bedeutung der jeweiligen journalistischen Dachmarken? Das Entbündeln der Inhalte wird wohl kaum dafür sorgen, davon bin ich überzeugt, dass publizistische Marken ihr Profil wieder schärfen können. Ich befürchte eher das Gegenteil. Das Unbundling birgt mindestens die Gefahr in sich, nicht zuletzt angesichts des Kostendrucks zur Erosion des publizistischen Anspruchs eines breiten Informationsangebotes beizutragen. Tja, meine Damen und Herren, wie mächtig Intermediäre wie Google und Facebook sind, zeigen uns allein schon die Nutzerzahlen. Google ist die führende Suchmaschine. Vor allem in Deutschland hat Google mit einem Marktanteil von 95% ein de facto Monopol. Facebook hat mit knapp 1,6 Milliarden Nutzern inzwischen mehr Einwohner als China oder Indien. In Deutschland dürften es rund 27 Millionen Nutzer sein. Google und Facebook sind nicht nur marktmächtige Unternehmen, wie der Vorstoß des Bundeskartellamts gegenüber Facebook in der vergangenen Woche deutlich gemacht hat. Google und Facebook sind längst auch meinungsmächtig. Susan Athey forscht und lehrt an der Stanford University. Economics of Technology heißt ihr Lehrstuhl. Sie hat sich unter anderem mit der Frage befasst, ob soziale Netzwerke ändern, was wir lesen und anschauen. Ihr Befund? Ja. Und zwar mehr Persönliches, Individuelles, mehr Emotionales, mehr Kontroverses, die Ausgewogenheit schwindet, der Bias nimmt zu. Social Media zeigt dir mehr von dem, was du magst, so ihr Resümee. Und folglich sieht uns Susan Athey auch zunehmend in der Filterbubble. Doch nicht nur das, die renommierte Forscherin konnte in groß angelegten Untersuchungen mit riesigen Datensätzen nachweisen, dass wir aus eigenem Erleben kennen oder was wir aus eigenem Erleben kennen, wenn wir uns ein wenig selbstkritisch beobachten. Die Positionierung der Suchergebnisse entscheidet darüber, ob wir sie zur Kenntnis nehmen. Wenn man das, was an erster Stelle steht, auf Platz 10 schiebt, gehen die Aufrufe gegen Null. Lediglich die ersten beiden Positionen oder vielleicht die ersten drei Positionen zählen wirklich. Nur, wie kommt man dahin, in diese Spitzenpositionen? Das entscheiden Algorithmen. Wie weit die Einflussnahme geht, thematisiert Robert Epstein in seinem demnächst erscheinenden Buch The New Mind Control. Epstein zeigt mit verschiedenen Experimenten, dass Suchmaschinen politische Willensbildung und Wahlentscheidungen beeinflussen, besonders bei unentschiedenen Wählern,
zeigt die Platzierung der Suchergebnisse von Kandidaten zu Epsteins Forschung große Wirkung. Je weiter oben, desto eher werden sie von den Wählern bevorzugt. Meine Damen und Herren, wer Informationen sammelt, sortiert, auswählt, macht Medien. Auch wenn das regelmäßig keine Redakteure sind, sondern Softwareingenieure, Programmierer, Informatiker, die Codes schreiben. Wir sind damit bei der Frage, nach welchen Kriterien, nach welchen Regeln und in wessen Interesse das geschieht. Wir sind damit an einer der drängendsten gesellschaftlichen Fragen angekommen und mit ihr verbindet sich die Frage nach einer Ethik von Algorithmen und Daten. Sie sehen, wir haben heute viel, eine ganze Menge zu besprechen, meine Damen und Herren. Und noch einmal Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum diesjährigen LPR-Forum Medienzukunft. Ich freue mich, dass mit Frau Tabea Rösner, eine Vertreterin des Deutschen Bundestages, hier zugegen ist. Zudem begrüße ich habe sie noch nicht gesehen, aber die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Frau Dr. Verena Metze-Mangold, den Staatssekretär AD Dr. Hans-Joachim Otto aus dem Kreis der Landesmedienanstalten begrüße ich, meinen Vorsitzenden und zugleich den Vorsitzenden der Gremienvorsitzendenkonferenz der Landesmedienanstalten, Herrn Wilfried Engel. Und ich freue mich besonders, dass mein Vorgänger im Amt, Herr Professor Wolfgang Tehner, den Weg nach Frankfurt gefunden hat. Ganz herzlich begrüße ich Herrn Staatsminister Michael Buser, den Sprecher der Hessischen Landesregierung. Er vertritt Ministerpräsidenten Bouffier, unter dessen Schirmherrschaft unsere Veranstaltung steht. Diese Kontinuität freut uns und spornt uns an. Wir danken dafür, Herr Buser. Mein Dank geht auch an jene, die die Veranstaltung unterstützen und mit ihrem Beitrag geholfen haben, sie zu realisieren. Vielen Dank an die Sponsoren des LPR-Forums Medienzukunft. Und in diesen Dank schließe ich natürlich auch die Vertreter der Medien ein, die uns regelmäßig bei dieser Veranstaltung begleiten. Mein Dank geht wie immer auch an Ingrid Scheithauer, die mit ihrem Büro die Veranstaltung für uns konzipiert und organisiert hat und uns durch den Nachmittag führen wird. Und jetzt, sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Herr Buser, wir freuen uns auf Ihr Grußwort und ich freue mich auf einen spannenden und erkenntnisreichen Nachmittag. Vielen Dank.